Ja, herzlich willkommen zur zweigeteilten Pressekonferenz nach dem Heimspiel Holstein Kiel gegen Sandhausen vor 7.879 Zuschauern. Die Partie endete mit einem 2:2 Unentschieden. Ich übergebe das Wort damit auch schon an unsere Gäste aus Sandhausen. Ja, Per, vielen Dank. Und wir machen direkt weiter. Alois Schwarz, unser Trainer, ist hier. Alois, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal ein Hallo nach draußen. Ja, wir haben hier einen Punkt geholt, nachdem Kiel gegen Bremen und Dresden einen 2-1-Sieg jeweils für sich entscheiden konnte. Ist ein Punkt hier mit Sicherheit okay für uns. Letztendlich, wie es zum Schluss dann zustande gekommen ist, schade. Aber der Reihe nach zu sagen, die erste dicke Chance, gleich nach 2-3 Minuten hatte Bartels und Patrick hält den Ball sehr, sehr gut mit dem Fuß. Da haben wir uns ein bisschen einschüchtern lassen, waren dann sehr, sehr passiv, haben uns nichts zugetraut und haben auch dann prompt das 1-0 kassiert. Wobei das 1-0 für mich einfach zu verteidigen gewesen wäre, da haben wir uns dumm angestellt. Nur dann haben wir auf einmal das Herz in beide Hände genommen und haben auch Fußball gespielt, waren mal ruhiger am Ball, haben mal Ballpassagen gehabt, haben es richtig dann ordentlich gemacht und siehe da, wir machen das 1-1, wenn man da auch mal mutig spielt, gehen dann so in die Pause, haben versucht ein paar Dinge zu korrigieren, kommen nach der Pause raus, haben Glück, dass Rehse das Tor nicht trifft in der 57. Da hat er sehr gut gemacht und machen dann das 2-1 nach dem Standard setzen wir nach, den zweiten Ball, den dritten Ball. Und so sind wir so ein bisschen auf der Siegerstraße. Und wie das 2-2 dann fällt, ist einfach schade, wie es fällt. Ein individueller Fehler zum Schluss. Aber letztendlich war es ein gleiches Strickmuster wie das 1-0. Diagonalball, Ball wird quer in die Mitte direkt gespielt und wir passen nicht richtig auf. Und so gehen wir halt mit dem 2-2 hier vom Platz. Letztendlich nicht unzufrieden, aber vielleicht auch für die Situation geschuldet, ein bisschen zu wenig dann. Danke, Alois. Ja, wir haben ein paar Nachfragen. Max Wendel, Schwetzinger Zeitung. Das eine oder andere hast du schon gesagt, nämlich Patrick Drewes, wie du die Situation beurteilst, auch wie du mit dem Auswärtspunkt leben kannst. Dritte Nachfrage ist, warum hast du Baschke Mardini auf die Doppel-6 gestellt, nachdem er zuletzt auch mit Dennis Diekmeyer auf dem Flügel ordentlich funktioniert hat? Was war der Plan dahinter und inwiefern ging dieser auf? Ja, Sebio hat auf der rechten Seite, er ist ein sehr guter Offensivspieler, das richtig gut gemacht, macht auch sein Tor. Hat auch schon gegen Paderborn da gespielt, wo ich Baschi in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn auch ins Zentrum gestellt habe. Baschi ist ein, wie sagt man heute, ein polyvalenter Spieler. Was aber mitbringt, ist unheimliches Herz und Mentalität. Er ist laufstark, er ist aggressiv und er hat auch noch Tiefenläufe. Und da wollte ich mehr Schwung reinbringen gegen die schnellen Mittelfeldspieler von Holstein Kiel. Dann haben wir noch eine Nachfrage. Christoph Offner von der RNZ fragt noch mal genau zu Sebio Suku nach, der in den letzten Spielen ja in guter Form war. Was zeichnet ihn aus? Na gut, Sebio kennt das Spiel und weiß, wie das Spiel geht. Er hat jetzt ein bisschen gebraucht, auch in Sandhausen anzukommen. Und die letzten Spiele, muss ich sagen, hat er wirklich sehr, sehr gut für uns gemacht. Er bereitet beide Tore in Schalke vor. Er bereitet das Tor gegen Paderborn vor. Und heute macht er ein Tor. Und das zeichnet ihn aus, dass er auch vorne im Abschluss effektiv ist. Letzte Frage noch zu Alexander Schirov, der als Innenverteidiger heute mit Assist und Tor auch offensiv geglänzt hat. Von dir noch eine kurze Einschätzung, ein Wort dazu. Ja, Alex hat auch seine Probleme gehabt, ein bisschen wie wir alle, aber er ist auch sehr, sehr stabil geworden. Er traut sich mehr zu und das sieht man dann auch in solchen Situationen. Und ich hoffe, dass er noch öfter solche Situationen für uns kreieren kann. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank. Danke an die Kollegen hier in Kiel und euch alles Gute, gute Weihnachtszeit. Per, zurück an dich, danke. Ja, danke. Und wir wünschen unseren Gästen natürlich eine sichere und vor allem gute Heimfahrt. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, herzlich willkommen zur zweigeteilten Pressekonferenz. Wir kommen zum zweiten Teil jetzt mit unserem Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, dein Statement bitte. Ja, hallo zusammen, hallo in die Runde. Ja, es fühlt sich ein bisschen an, oder es fühlt sich an wie eine Niederlage, auf jeden Fall. Und trotzdem war es ein Unentschieden, wo man sagen muss, wenn man gegen Sandhausen 7 Minuten Verschluss 2-1 hinten liegt, da muss man wahrscheinlich noch froh sein, dass es überhaupt zum Ausgleich gereicht hat.
Wenn ich aber das ganze Spiel sehe, dann muss ich sagen, habe ich eine Mannschaft gesehen von Holstein Kiel auf dem Platz, die eigentlich das schon umgesetzt hat, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten aktiv sein, wir wollten den Gegner bespielen, wir wollten Druck machen. Das ist uns alles gelungen. Wir haben sehr, sehr viele Torchancen herausgearbeitet, haben dem Gegner 2 Torchancen gegeben, die haben sie effektiv genutzt und deswegen kam es dann zum 2-2. Ja, danke Marcel. Kommen wir jetzt zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Andreas Geidel, bitte. Hört man mich? Gut. Hallo Marcel. Was hat dich denn jetzt mehr frustriert oder genervt? Oder ist die Vielzahl an ausgelassenen Torchancen oder die durchaus vermeidbaren Gegentreffer? Naja, wenn man das zweite Gegentor sieht, dann ist es natürlich schwierig zu sagen, vermeidbar, klar, müssen wir enger am Mann sein, aber da schießt einer, schießt in eine Traube rein, der Ball fängt runter, der nächste schießt. Also das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht so einfach zu verteidigen. Ich glaube, beim ersten Gegentor, das auf jeden Fall, da sind wir einfach zu viele Mann in der letzten Reihe Überzahl und attackieren nicht den Ball, lassen sie in die Mitte spielen. Das ist schon das, auf jeden Fall, wo wir ansprechen müssen und was mich ein bisschen frustriert, aber nicht ganz frustriert, aber einfach, wo der Aufhänger ist, das Gegentor zu verteidigen. Die Anzahl der Torchancen stimmt mich eher positiv, weil ich glaube, wir haben 20 Torschüsse, wir haben, ich habe gerade geguckt, 7, 8, 9 Chancen. Ich will nicht sagen große Chancen, aber die waren auch dabei. Aber wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen und es schießt kein Spieler absichtlich den Ball ins Tor und daran werden wir arbeiten und werden weitergehen. Und was mich auch nur positiv stimmt, ist natürlich auch die Moral, die Mannschaft bewiesen hat, dass sie wieder nicht aufgegeben hat und bis zum Schluss alles gegeben hat. Ja, dann kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Oliver Jensen. Ja, hallo Herr Rapp. Jetzt haben Sie nach der Hinrunde 18 Punkte. Es könnte in der Rückrunde sehr knapp werden, wenn man auch nur 18 Punkte holen würde. Was macht Sie zuversichtlich, dass es mehr Punkte werden? Gut, ich kann hier erstmal nur das beurteilen, seitdem ich Trainer bin. Ich glaube, da ist der Punkteschnitt ein Ticken besser. Und ich glaube, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal oder schon öfters mal angesprochen, dass Holstein Kiel, glaube ich, mit einer großen Altlasche in die Saison gegangen ist. Das ist jetzt vorbei. Jetzt haben wir noch ein Rückrundenspiel gegen St. Pauli. Darauf freuen wir uns. Wir wollen mit der Leistung, darauf bauen wir auf. Und dann ist Pause und dann bin ich überzeugt, dass wir eine bessere Rückrunde spielen von den Punkten her, wie die Vorrunde war. Ja, dann die nächste Frage von Lukas Sixtus. Moin Herr Rapp, Sie haben es schon angesprochen, beim 0-1 zu viele in der letzten Reihe gewesen, nicht attackiert. Ich hatte das Gefühl, nach dem 1-0 ein bisschen passiver geworden. Woher kam diese Passivität auf einmal? Ja, ich glaube, das 1-0 war die erste Chance von Sandhausen und dann auf einmal liegt der 1-0 hinten, obwohl der eigentlich ein gutes Spiel macht. Ich glaube, da muss man die Mannschaft auch einen Ticken verstehen. Ich glaube, das war dann auch die schwächste Phase im Spiel von uns nach dem 0-1, dass wir da so 10 Minuten, Viertelstunde auch zu tief gehangen sind und auch keinen richtigen Druck auf den Ball gekriegt haben. Das wurde dann wieder besser, weil wir dann wieder mutiger verteidigt haben und dann hat man den Gegner auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ganz gut im Griff. Ja. 1-1. Die... Was habe ich gesagt? Ah, 0-1. Entschuldigung. Wie gut, dass wir hier so Flößen haben. Alles klar. Ja, die nächste Frage dann von Björn Glock, bitte. Ja, hallo erstmal in die Runde. Und du hattest es eben schon so ein bisschen angesprochen, die Anzahl der Chancen. Wenn man auf die nackten Zahlen guckt, also 20-7 Torschüsse und richtigerweise wirklich viele gute dabei. Angekommene Pässe. Mehr als 200 sowieso gespielt, 85% angekommen und Ballbesitz, Zweikampfquote, alles besser. Und du musst das Spiel eigentlich gewinnen. Was macht das mit dem Trainer da draußen? Wird man da nicht ein Stück weit auch irre? Naja, ich versuche als Trainer jetzt nicht so emotional zu sein, sondern meine Aufgabe ist ja, die Mannschaft zu coachen. Deswegen ist es manchmal nicht ganz so einfach. Ich versuche immer ruhig zu bleiben, zumindest innerlich. Aber es geht darum, einfach das Spiel zu bewerten, ja, und das werden wir jetzt machen. Wir werden eine Analyse vom Spiel machen und da geht es darum, was war mal gut, was war mal schlecht. Ich glaube, heute waren viele Dinge gut. Natürlich müssen wir Tore schießen, aber auf dem Weg geht es weiter. Und ich glaube, wenn wir eine gute Leistung bringen, wenn wir die Leistung so konservieren in den nächsten Spielen, dann werden wir einfach Punkte holen. Das wird dann zwangsläufig so sein. Die nächste Frage kommt von Oliver Jensen. Genau, Sie haben schon angesprochen, das nächste Spiel wird gegen St. Pauli sein. In der Rückrunde geht es los gegen Schalke. Es werden vielleicht ganz andere Spiele, weil die dominanter sind. Kämen das Ihrer Mannschaft auch mal zugute, nicht so das Spiel machen zu müssen? Oder wie sehen Sie das?
Gute Mets in die Vergangenheit. Guckt, seitdem ich da bin, haben wir in den Spielen mehr Punkte geholt wie in den anderen wahrscheinlich, wo wir mehr den Ball hatten. Deswegen sind wir da auch zuversichtlich. Aber mir geht es einfach darum, welche Leistung haben wir heute gebracht. Da war ich zufrieden. Und mit der Leistung gehen wir jetzt ins nächste Spiel. Und dann schauen wir mal, was gegen St. Pauli rauskommt. Nachfrage von Lukas Sixtus. Ich würde gerne noch mal auf das 1-2 eingehen. Sie sagten, ist schwer zu verteidigen. Der Zenger kam ja aber relativ frei an der Strafraumgrenze zum Schuss. Gibt es da eine Zuteilung bei Eckbällen und was hat da nicht funktioniert? Ja, also wir verteidigen im Raum und dann ist es natürlich schon so, der Ball fällt runter, der schießt sofort. Das ist natürlich schon nicht ganz so einfach, da zu verteidigen. Dann geht der Ball, glaube ich, gegen die Latte, kommt nochmal zurück. Und er ist frei. Ich glaube, wir sind schon da, aber wir sind halt nicht nah genug am Mann. Und das müssen wir uns dann schon vorwerfen. Aber ich glaube, wenn man das Tor nochmal sieht, dann wird mir jeder recht geben, dass es nicht ganz so einfach ist, sowas zu verteidigen und sagen, ja, du musst genau das und das machen. Nachfrage von Björn Glock. Ja, zwei geteilt auch die Frage. Der erste Teil ist, du bist in der Schlussphase dann all in gegangen, hast Holtby Mühling rausgenommen und hast mit Sterner, Sander und Skripski, die hat jetzt auch nicht so viel gespielt in der letzten Zeit, auch noch zwei richtig junge gebracht. Wie bist du gerade mit denen zufrieden? Beziehungsweise auch die Frage ist, beruhigt es ein Stück weit, dass die dann auch richtig gut funktioniert haben? Und würde es Fabi Riese vielleicht mal ganz gut tun, einfach nur ganz normal aufs Tor zu schießen in der einen Situation und nicht versuchen, noch schön kunstvoll in den Winkel zu schlenzen? Also grundsätzlich wäre es gut, der Fabi Riese würde das Tor treffen, wenn er aufs Tor schießt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal höher, dass er reingeht. Aber auch da ist es, glaube ich, so, der Fabi Riese schießt ja nicht absichtlich neben das Tor. Das weiß er auch selber. Daran wird er arbeiten. Und beim anderen habe ich, glaube ich, auch schon öfters mal betont, ich wechsle die Jungs ein, wo ich glaube, dass wir die größten Chancen haben zu gewinnen. Und das ziehe ich daraus, wie die Jungs trainieren. Und deswegen sind die Wechsel so zustande gekommen. Ja, dann noch eine Nachfrage, Björn. Ich wollte den Wechsel ja gar nicht insofern in Frage stellen. Ich wollte auch eher so wissen, dass wie du Sander Sterner gerade auch in der Schlussphase, die ja nun hektisch war und die beiden Jungs sind ja gerade Sterner jetzt nicht so erfahren gewesen, haben sie eigentlich gut gemacht, fand ich. Wollte ich nur nochmal. Ja, also fand ich auch. Also nochmal, ich nehme ja das so ein bisschen mit, wie sie trainieren. Die trainieren auch immer gut. Deswegen bin ich auch überzeugt, dass sie es auf den Platz bringen. Das klappt dann manchmal besser, manchmal nicht so. Aber ich bin sehr zufrieden mit unseren jungen Spielern. Die entwickeln sich gut. Und dann haben sie sich auch die Einsatzminuten verdient. Und ich glaube, jetzt auch heute kamen sie rein und haben das Spiel nochmal angekurbelt, haben es nochmal die Mannschaft beflügelt. Und ich glaube, da sind wir auch mit den jungen Spielern auf dem richtigen Weg. Ja, dann frage ich nochmal in die Runde, ob es noch irgendetwas von eurer Seite gibt, dann bitte per virtuellem Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, für Holstein Kiel geht es dann am Freitag, dem 17. Dezember, wieder zu Hause gegen St. Pauli weiter. Anschluss ist um 18.30 Uhr. Sandhausen spielt ebenfalls zur selben Zeit dann in Düsseldorf. Danke für die Teilnahme an der Pressekonferenz und tschüss aus dem Holsteinstadion.